Mit Sund Air zu den griechischen Inseln. Begleiten Sie uns auf einem Umlauf von Kassel-Calden nach Rhodos, weiter nach Heraklion und wieder zurück nach Kassel-Calden. Fluggerät Airbus A319, Registrierung Delta Alpha Sierra Sierra Bravo. Startvorbereitungen im Cockpit. Die Bedienelemente müssen noch überprüft werden. Alle Systeme sind bereits programmiert und die Flugroute mit den aktuellen Daten eingegeben. Auch alle Passagiere sind inzwischen an Bord. Es kann losgehen. Über den Taxiway rollen wir zur Startbahn 09. Der Startschub ist gesetzt. Die Triebwerke gehen auf volle Leistung. Schneller, immer schneller beschleunigt der Airbus. Lange vor dem Pistenende wird die vorausberechnete Abhebegeschwindigkeit von 270 km/h erreicht. Mit zunehmender Höhe und Geschwindigkeit werden die Flaps eingefahren und der Autopilot aktiviert. Viel los heute im Luftraum über Europa. Wir passieren Bratislava. Wir sehen den berühmten Plattensee in Ungarn. Alle fühlen sich wohl an Bord. Dicke Wolken und ein aufziehendes Gewitter. Dank guter Flugvorbereitung und Wetterradar kommen wir gut daran vorbei. Anflug auf Rhodos. Es wird ein Anflug auf Sicht, ein sogenannter Visual Approach. Mit dem Side-Stick wird der Airbus gesteuert. Der Airport im parallelen Vorbeiflug. Nach einer Rechtskurve geht's in den Endanflug auf die Bahn 24. Sichere Landung, die Schubumkehr ist aktiviert. Ein Ramp Agent weist uns ein. Bei jeder Zwischenlandung obligatorisch der sogenannte Outside Check. Dabei wird das Flugzeug auf äußerliche Schäden hin überprüft. Alles okay, unser Airbus befindet sich in Bestform. Und wieder müssen die Systeme überprüft werden. Alles funktioniert einwandfrei. Pushback. Wir werden von einem Spezialfahrzeug zurückgeschoben. Mit der Bugradsteuerung wird das Flugzeug am Boden gelenkt. Auf dem Weg zur Startbahn müssen wieder wichtige Systeme gecheckt werden. Take-off für den kurzen Flug nach Kreta. In einer guten halben Stunde werden wir in Heraklion landen. Rotate, wir heben ab. Auch der Anflug auf Heraklion ist ein Visual Approach. Das Fahrwerk wird ausgefahren. Landegeschwindigkeit 240 km/h. Sichere Landung auf der Bahn 27.
Einfach aussteigen und ab in die Ferien. Es beginnt die letzte Etappe unserer Reise, der Rückflug nach Kassel. Boarding completed. Sicherheit steht bei Sund Air immer an erster Stelle. Für unseren Film darf es ausnahmsweise mal ein bisschen schneller gehen. Schöner kann ein Abflug von Kreta kaum sein. Erleben Sie jetzt einen Sonnenuntergang vom Feinsten. Beschleunigung auf 270 km/h. Wir sind airborne. Auch unsere Piloten genießen solche Ausblicke. Und wieder eine Gewitterfront. Die Blitze sind deutlich zu erkennen. Unsere freundliche und charmante Kabinencrew. Impressionen aus dem Cockpit. Die Landung in Kassel-Calden erfolgt nach dem Instrumentenlandesystem ILS. Eine Computerstimme sagt die noch verbleibende Flughöhe in Fuß bis zum Aufsetzen automatisch an. 400. 100 above. Wieder eine sichere Landung. Knapp 9,5 Stunden waren wir unterwegs. Mehr als 3.500 Flugmeilen haben wir zurückgelegt. Fliegen ist unsere Leidenschaft. Sund Air, fliegen Sie mit!